Nach dem riesigen Erfolg, den Daniela Katzenberger, 32, mit ihrem Café Katzenberger erlebte, will sich nun auch Mama ihres Kleinen, 51, wieder in die Gastronomie wagen. Die Promi-Mama eröffnet am 30. März ihre eigene Beachbar auf der Sonneninsel. Aber hinter Evergreen steckt nicht nur die Zweifach-Mama, sondern ein weiteres TV-Gesicht. Iris Klein will sich, nachdem sie im Sommer 2018 nach Mallorca gezogen ist, nun ein eigenes Standbein auf der spanischen Baleareninsel aufbauen. Geplant ist eine Beachbar, die am 30. März eröffnet wird. Ab 15 Uhr empfängt die ehemalige Big Brother-Kandidatin ihre Gäste an der Playa de Palma. Den Laden schmeißt die Reality-TV-Darstellerin jedoch nicht ganz allein. An ihrer Seite steht Goodbye Deutschland-Auswanderin Nadja Schalaitz. Die 39-Jährige wanderte zuvor nach Dubai aus, was sich jedoch als Pleite für die Blondine herausstellte. Ein Neustart auf Mallorca sollte sie retten. Neben dem Verleih von Motorrädern und Trikes will sie ihr Geld nun auch als Gastronomin verdienen. Mutti Iris wird dem Gastroneuling sicherlich mit Erfolg einarbeiten, denn bereits in Deutschland führte sie jahrelang das Pfannkuchenhaus im Bett in Ludwigshafen. 2010 eröffnete ihre Tochter Dani ihr Café Katzenberger. Das Bistro mit angeschlossenem Beauty-Salon kam bei den Fans der TV-Blondine super an. 2016 musste die Katze ihr Herzensprojekt jedoch aufgrund ihres vollen Terminkalenders leider aufgeben. Doch den einen oder anderen hilfreichen Tipp hat die Frau von Lukas Cordalis, 51, sicher für ihre Mami auf Lager. Einen weiteren Rat erhält Iris von einer, die sich auf Mallorca besonders gut auskennt. Marion Pfaff, auch bekannt als Krümel, rät der einstigen Dschungelcamp-Bewohnerin, ihr müsst immer im Laden sein. Wir drücken den beiden Frauen die Daumen und wünschen viel Erfolg. Was meinst du zu Iris' Plänen mit Nadja? Gib deine Stimme in unserem Voting unten ab.